Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Buster Garage. Jetzt komme ich endlich mal wieder mit einem Video. Und ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen entschuldigen, dass ich lange nicht mehr gepostet habe, also kein Video mehr hochgebracht habe. Viel zu tun gehabt, wir haben unseren Garten ein bisschen aufgebaut, ich habe ein bisschen gebaggert, dann wurde ich zwischenzeitlich krank, dann musste ich noch einmal kurz verreisen. Es war also viel zu tun. Ja, und jetzt melde ich mich mal mit einem neuen Video, weil ich ein neues Auto gekauft habe. Und ja, je mehr ich mir das Auto anschaue, desto besser sieht er aus. Und es ist ein ML 320 von Mercedes. Hier ist er. Gerade abgeholt. Und ja, bin mit dem ein bisschen rumgefahren. Und stellt sich heraus, dass er richtig schön fährt. Gute Federung hat, die Technik ist einwandfrei. Ja, er ist alt, das ist einer von 99 und hat auch kleinere Macken, hat auch Probleme, zeige ich euch jetzt. Zum einen, was mir absolut nicht gefällt, ist er hier schon richtig verrostet, sogar durchgerostet. Hier, ne, alles knusprig. Das ist, was mir absolut an dem nicht gefällt, aber wie man so schön sagt, die ML, da hat man den Rost ja schon mit der Auslieferung gratis mit dabei bekommen. Genau, also hier die Ecke, Durchrostung, ne, sieht man da. Werde ich aber mit euch zusammen alles wieder beheben. Dann haben wir hier ein Problem. Und zwar hier sehr stark aufgeblüht. Das muss man auch so schnell wie möglich beheben. Dann haben wir das gleiche auf der anderen Seite. Dann haben wir hier auf dieser Seite noch etwas. Hier ganz klein, fängt er gerade an zu blühen. Das ist noch nicht so schlimm. Aber hier, da haben wir auch eine absolute Durchrostung und Blasen bis hier vorne. Hier vorne ist alles hoch. Schau mal, da. Heute ist das Wetter nicht so schön. Aber das ist nicht so schlimm. So. Vorteile sind aber, Bremsen vorne gemacht, noch ein Jahr TÜV, Bremsen hinten sind noch sehr gut. Dann hat er, jetzt habe ich mich mal hier reingesetzt, dann hat er vorne komplette Aufhängung neu bekommen, neue Stoßdämpfer, neue Querlenker, Spur wurde eingestellt, Bremsen vorne sind neu. Ja, die Technik ist sehr gut, der Motor läuft sehr gut, er hat Zündspulen neu bekommen, Gasanlage wurde gewartet, der hat hinten einen 80 Liter Tank drin, Gasanlage muss sein. Ich weiß, es gibt Pro und Contra und es gibt Hater und sonst was, aber ich finde, für mich hier zum Holz holen, muss eine Gasanlage sein, um relativ kostengünstig fahren zu können. Ansonsten, was mir nicht so gut gefällt, zeige ich euch. Von innen ist er relativ verbastelt, wir haben hier ein Loch von einem Navi. Dann haben wir vorne noch irgendwas, ein Emblem, was ab ist. Also es ist kein Neuwagen, aber es sind trotzdem so Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen. Dann haben wir hier etwas, was so raussteht. Dieser Kasten ist schon gebrochen an zwei Stellen. Dann haben wir hier so kleine Macken und so weiter. Hier das Teil wackelt, Zeichen fehlt. Ne? Das ist hier von der Gasanlage. Dann haben wir hier am Tacho, hier vorne so eine Ecke abgebrochen. Sehr dreckig. Hier ist etwas am Wackeln. Dann haben wir diese ganzen Türpappen. Da hat einer wohl versucht, hier diese Zentralverriegelung zu reparieren, weil die so ein bisschen spinnt gerade. Alle Türpappen sind irgendwie so ein bisschen kaputt und sehen nicht so gut aus. Also technisch ist er sehr gut. Der hat gerade mal 234.000 auf der Uhr. Zwar viele Vorbesitzer, aber das ist mir egal. Und ich habe den sehr günstig bekommen. Für einen ML aus diesem Baujahr war das sehr günstig. Falls ihr das wissen wollt, schreibt mal in die Kommentare rein. Dann kann ich euch das beantworten. Warum der ML? Weil ich wieder festgestellt habe und wieder festgestellt habe, dass ich einfach ein 4x4 Auto brauche, um Holz zu holen, um Waldarbeiten zu machen. Ja, und einfach um im Wald damit fortzukommen. Und damit man einfach nur einen krassen, ja, eine schöne, starke Anhängerkupplung hat, um Sachen damit bewegen zu können. Und mit der etwas größeren Gasanlage ist auch die Reichweite richtig gut. Also von daher war das ein sehr guter Kauf. Ich bin sehr froh. Ich werde den Wagen jetzt noch waschen. Und dann gucken wir mal, was eigentlich so hinter dem ganzen Schmutz ist.
Ja, und ich werde auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde das mit euch machen, dass wir diese Zentralverriegelung hinbekommen, dass ich die ganzen Türpappen nochmal wieder etwas schöner mache. Und ich habe noch zusätzliche Sommerräder bekommen, wovon zwei schlechte sind, also zwei abgefahrene und zwei sehr, sehr gute. Davon werden zwei neu draufgesetzt und habe ich wieder gute Sommerreifen. Und ich habe noch so einen 90 Liter Gastank mit dazu bekommen, nagelneu. Den versuche ich über eine Gasfirma einbauen zu lassen, eintragen zu lassen. Und dann habe ich 160 Liter Gas hinten, ne? Volumen. Und das wird richtig cool. Dann ist der Wagen, hat aber richtig gute Reichweite. Motortechnisch wunderbar, Zündspulen neu und so weiter, habe ich ja schon gesagt. Ja, das war mal kurz eben zu diesem Wagen. Es ist ein neuer Wagen reingekommen. Es hat sich viel, viel verändert. Der Bagger ist viel im Einsatz gewesen. Danke für die ganzen Spenden. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich versuche jetzt öfter zu posten. Ich habe gemerkt, es macht mir, ich weiß nicht, es war schon kein so gutes Gefühl. Ich will unbedingt, dass er gern mal am Laufen seid, im Laufen bleibt und dass er mal meine Videos schaut. Ich merke ja auch, dass es dir gefällt. Danke, dass du übrigens mein Video schaust. Kannst du gerne liken und weitergeben und mich damit unterstützen und das Algorithmus ein bisschen unterstützen. Und ja, ich freue mich. Ich werde euch noch mehr von dem Wagen zeigen, wenn es so ein bisschen aufhört zu regnen. Das wird wahrscheinlich dann im nächsten Video kommen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.